Boss Time in Demon's Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen Phalanx in die Schlacht. Ja, und dazu lege ich, beziehungsweise habe ich hier schon das Terpentin angelegt und rüste nochmal das bessere Gras hier aus, denn wenn ich mich heile, möchte ich damit auch sicherstellen, dass ich relativ schnell voll bin. Mit dem kleinen Gras muss ich sonst viel zu oft drücken. Rüsten wir den ganzen unnützigen Krempel mal aus. Eventuell kriegen wir da noch eine andere Stufe vom Roll Speed. Nee, kriegen wir aber nicht. Na gut, dann geht's jetzt hier los. Und das da ist Phalanx in der Dunkelheit da vorne. Das sind diese kleinen, lustigen Blöbbeldinger. Und die sind feuerempfindlich. Deswegen machen wir mal Terpentin auf unsere Waffe und nehmen das Schwert in beide Hände. Das hat den Vorteil, wenn wir mit einer Hand draufbolzen, können wir nicht von vorne draufhauen. Da prallen wir nämlich ab. Und so, wie ihr seht, können wir uns einfach hier durchschnitzeln. Ja, wir kassieren 1, 2, 3, 4 Hits. Egal, das tötet uns nicht halt sofort. Wir können hier durchstylen, einfach durchbursten, solange wie das Terpentin aktiv ist. Und wir nehmen einfach nachher jetzt ein Gas. So, so einfach ist das. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und hier können wir einfach weiter bolzen. Aua, wir kriegen... Boah, wieso bin ich jetzt schon wieder so weit gedroppt? Ist ja gar nicht gut. Alter. So. Ach so, ja gut, das erklärt einiges. Ich hatte das Gras gar nicht ausgerüstet. So, jetzt sind wir voll und können hier mal weiter bursten. Wie gesagt, das funktioniert nur mit Schwert in beiden Händen und natürlich mit Terpentin. So, nehmen wir nochmal hier ein Gras zur Sicherheit. Nicht, dass wir hier noch abnippeln. Haben wir doch schon gut Seelen getankt. Und dann geht die wilde Fahrt hier einfach weiter. Mitten rein ins Vergnügen. Hier haben wir schon gut was weggeschlachtet. Jetzt haben wir hier hinten noch ein paar Böbel. Wie ihr seht, wir treffen gleich mehrere. Ach, jetzt ist das Terpentin ausgelaufen. Gut, dann machen wir nochmal hier hinten dran. Da können wir nicht getroffen werden. Drauf. So. Und weiter geht's. So, jetzt habe ich auch wieder das Heilkreuz direkt ausgerüstet. Nicht, dass ich hier nochmal versuche, Terpentin zu nehmen. Ja, und einfach durchbürsten, was das Zeug hält. Wie gesagt, der Boss ist nicht sonderlich spektakulär. Es ist halt ein Einstieg ins Game. Wobei, als ich nicht wusste, dass man ihn mit Feuer machen kann und dass man die Dinger von hinten machen muss, vor zig Jahren, als ich ihn das allererste Mal gespielt habe, ging der Kampf gefühlte 500 Stunden, weil ich halt 7, 8 Hits für eine so eine Phalanx gebraucht habe und vorsichtig gespielt habe. Ja, aber ihr seht, wie gesagt, mit der Investition von 2, 3 Herbs kann man hier einfach durchbürsten, das beschleunigt das Ganze doch ein bisschen. So, haben wir hier noch ein paar auf dem Haufen. Ja, von hinten sind sie sogar ein One-Shot. Die stehen jetzt hier so vereinzelt rum, dann können wir die auch machen. Da haben wir noch so ein Moped. Aua, geh weg! Dann haben wir noch eins. Nehmen wir noch ein Herb, nicht, dass wir hier aus Versehen doch noch das seitliche segnen. Das wäre jetzt nicht so lustig. So, und ich glaube, das war's. Und Phalanx selber ist völlig verteidigungslos, wie ihr hier seht. Macht nichts, tut nichts, wabert einfach nur rum. Und man kann jetzt ja einfach selbst ohne Feuer durchschnetzeln. Ach, sammeln wir nochmal die Gegenstände ein, oder? Scharfsteinscherbe. Ja, das droppen die Dinger hier im Level, beziehungsweise in 1-1 auch. Oder man hat die Chance drauf, dass sie es droppen. Halt, diese Upgrade-Steine kann man hier farmen. Alter, jetzt weicht das wie Monster-Moped-mäßig aus. Großartig. Naja, aber jetzt haben wir es in die Ecke gedrängt und es macht einfach nichts. Jetzt braucht man auch keine Angst mehr haben und kann einfach den grünen Balken hier durchprügeln. Also an dem Punkt ist quasi schon Win, wenn alle anderen kleinen Phalanxen tot sind. Kann man nicht mehr viel falsch machen. Ja, einfach weiter durchprügeln. Und hurra! Gestaltet sich dann nur ein bisschen zeitlich anstrengend. Irgendwann schläft einem der Finger ein. Und das schon, obwohl wir diesen Chlorantil-Lookalike-Ring haben, der unsere Ausdauerregeneration beschleunigt. Oh Mann. So, der Dämon wurde vernichtet. Du wurdest wiederbelebt. Ja, ole. Und wie ihr seht, ist der Balken oben jetzt voll. So, und wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist es eines Yay wert. Naja, komm. Und, naja, 3 ist der Kampf nicht wert, aber wir machen zumindest nochmal ein zweites. Yay! Phalanx tot, wir können endlich skillen, hurra! So. Deselektieren wir mal den ganzen Kram, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Nehmen das kleine Gras hier wieder fürs Level. Rüsten da auch mal wieder die Armbrust aus und unsere Holzenbolzen. Jo, können wir uns hier nochmal umschauen, aber ich glaube, hier hat nicht noch einer irgendwas fallen lassen an Upgrade-Stein. Nö, sieht jetzt natürlich nicht so aus. Naja, 2 Scherben war jetzt nicht die Welt. Wie gesagt, ihr könnt die eben, die ich im letzten Teil gemacht habe, wo ich gesagt habe, das ist so die Vorbereitung auf diesen Bosskampf, die könnt ihr natürlich jederzeit halt farmen, wenn ihr upgraden wollt. Ist ein bisschen nervig, aber es gibt, glaube ich, hier nicht allzu viele allzu viele Händler, wo ihr halt Upgrade-Sachen kaufen könnt. Das ist ein bisschen anders als in Dark Souls. In Dark Souls ist es auch nachgepatcht worden. Oh, hier die Seele von dem
Phalanx-Moped sacken wir ein und ab zum Nexus. Welcome back. Ja, und da sind wir zurück. The Monumental awaits the above. The Monumental will explain the Nexus to thee. Ah, jetzt ist die Tür tatsächlich offen, die ich letztes Mal schon gemeint habe. Also die ist tatsächlich erst offen, wenn 1-1 gespielt wurde. Was wir jetzt ja getan haben. Und das ist hier die gute Skill-Dame. Quatschen wir die einfach mal an. The Monumental awaits the above. The Monumental. Ja, du wiederholst dich, das sagtest du schon. Naja gut, müssen wir tatsächlich erst mit dem, Monumentum sprechen. Damit der uns hier mal den Nexus erklärt. Was das so ist, wie das Ding hier funktioniert. Und dann so sprinten wir einfach mal die Treppen nach oben. Und wer sich wundert, warum hier so viele Blutlachen sind, die Spieler bringen sich tatsächlich hier im Nexus selbst und freiwillig um. Denn wenn man in der normalen menschlichen Form draußen in der Welt stirbt, gibt das einen Hit in Richtung, Richtung Black, Richtung Pure Black. Wenn man 7-mal halt in der Welt stirbt, erreicht man Pure Black. Und da man das nicht will und in der Regel beim ersten Mal auf White spielt, bringt man sich halt hier im Nexus um. Dann ist die Gefahr, wenn man halt im Level stirbt, halt nicht so groß, dass man halt eben diesen Hit in Richtung oder diese Verschiebung in Richtung Black bekommt. Deswegen sind hier so viele Blutflecken, weil die Leute hier halt sterben wollen und das nicht im Level tun wollen. So, hier sind ganz viele kleine lustige Monumentum-Dinger, aber die sind alle nicht am Leben. So, da geht's nicht weiter. So, wo saß der Moped-Mann denn? Den konnte man relativ schnell... Oh, was ist denn hier? Na, da kann man sich umbringen. Oh, da vorne ist ein Gegenstand. So, hier ist, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie kommt man denn an diesen Gegenstand? Kann man da vorne, wo die Wand durchbrochen war, wegmachen? Gute Frage, nächste Frage. Kann man da einfach runterspringen? Und wenn ja... Nee, da kann man nicht runterspringen. Also schon, aber dann ist man tot. Wie kann man denn da hin? Da hinten ist doch eine Treppe. Da war doch irgendwo ein Durchgang, den ich jetzt mal wieder natürlich nicht gesehen habe. Tja, keine Ahnung, wie man den Gegenstand kriegt. Müssen wir gleich nochmal gucken. Da gibt es eine Treppe, die sehe ich. Aber wo ist denn die Treppe? Wie gesagt, ich weiß, dass es hier einen Gegenstand gab, den man looten konnte. Nach unten? Ne, gehen wir mal erstmal nach oben. Da mal gucken. Da ist auch der Online-Raum, aber... Oder von unten? Wie sollte man denn von unten da rankommen? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ach, Mensch. Ja, ihr merkt, ist schon eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe und mir das hier mal näher angeguckt habe. Nämlich, wenn man hier einmal oben war, direkt am Anfang, muss man auch erstmal nicht wieder hier hoch. Und, jetzt wollte ich euch das einmal zeigen, wo man hier diesen Gegenstand looten kann. Aber von hier kommt man auch nicht dran, oder? Ne, da ist ja auch keine Treppe mehr. Großartig. Sless verläuft sich im Nexus. Part 1 wird wahrscheinlich noch 5 Parts dann gehen. Oh Mann. So, wie kam ich denn da hin? Ne, hier ist natürlich der Balkon, aber da war auch nichts. Da auch nicht. Ja, schön hier so der Nexus. Auch gar nicht so unübersichtlich. So, hier haben wir das Tor zum Pantheon. Dann zeige ich euch das einmal. Das ist quasi dieser Online-Ranglisten-Trophäenraum. Hier sind nämlich Spieler verewigt, die das Spiel beendet haben. Einiger der Welt und dabei ziemlich gut wohl waren. Mit geraumten Seelen und Pipapo. Da sieht man dann, wie die heißen und wie sie aussehen, was sie anhaben. Fragt mich jetzt allerdings nicht, wie man hier in diese Ranglisten reinkommt. Der Grad hat gerade mal 36 Stunden gespielt und ist hier schon mit drin. Der hat 45 Stunden gespielt, aber wie gesagt, geraubte Seelen und hast du nicht gesehen. Keine Ahnung, ob das System sich updatet jede Woche, jeden Monat überhaupt nicht mehr oder ob man da wirklich nur hinkommt, wenn man cheatet. Denn es gibt hier auch einen Soul-Glitch. Ich glaube, der wurde mit Soul-Sucker immer noch nicht wirklich gefixt.
dass man sich relativ auf Level 712 cheaten kann. Bin ich mir nicht sicher. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ob Soulsucker immer noch funktioniert. Das ist sowas ähnliches wie der Drachenkopf-Glitch in Dark Souls, der allerdings bei Dark Souls gefixt wurde. Ja, wie gesagt, hier gibt es eben erhaltene Trophäen. Pipapo nach verschiedenen Kriterien in diese Ranglisten. Wäre natürlich cool, wenn man selbst mal irgendwie in diese Rangliste draufkommen würde, aber ich glaube, ohne viel Arbeit und oder Cheaten ist das quasi nicht mehr möglich. Ja, hier getötete schwarze Phantome. Wie gesagt, hier gibt es alle möglichen Klamotten. Kann man hier eigentlich irgendwie runterfallen? Bin ich mir gar nicht so sicher. Gesammelte Seelen. Ja, wie gesagt, das ist hier nach, ihr seht es ja unten, nach verschiedenen Kriterien halt eben aufgesplittet und ach, da gab es doch noch einen Gegenstand. Ich wusste es doch, aber dann ist die Frage, was war da unten für ein Gegenstand? So, Ephemeren-Augenstein. Das ist quasi die Menschlichkeit in Demon's Souls, womit man sich aus der Soul-Form wieder menschlich machen kann. Und das muss man halt tun, wenn man online spielen will. Da muss nämlich einer menschlich sein und der menschlich ist, muss dann halt einen anderen Spieler beschwören. Wie gesagt, da muss ich nochmal mit Imber sprechen, in welcher Welt wir das denn machen wollen. Ihr könnt es ja auch mal unter die Kommentare schreiben, oder unter in die Kommentare schreiben, ob ich mit Imber in meiner Welt spielen soll, also ich der Host sein soll, der menschlich ist und Imber als Phantom bei mir, oder ob wir es genau andersrum machen sollen, wie in der Dark Souls Staffel, dass ich quasi mich in die Welt von Imber beschwören lasse und dort bei ihm mitspiele, was natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder zur Folge hat, dass ich es danach nochmal hier solo machen muss. Wenn Imber hier mit mir spielt, das Level, muss ich es halt nicht nochmal solo machen. So, wie gesagt, die beiden Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Schreibt's mal, was ihr lieber sehen würdet. Also ich alleine und dann bei Imber als Phantom oder Imber hier bei mir und ich nicht mehr alleine. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. So, und jetzt ist die nächste Frage, wie komme ich da an diesen Gegenstand? Kann man von da oben irgendwie runterhüpfen auf diesen Vorsprung und dann weiter runter? Ne, da landet man doch bestimmt nicht da unten und wenn, ist man tot. Also das klingt jetzt nicht sehr viabel. Alter, wo war denn diese beknackte Treppe? Da hinten ist auch noch eine Treppe. Aber wo komme ich zu dieser Treppe? Ich muss ja irgendwo hinführen. Keine Ahnung, gucken wir uns da hinten nochmal um. Naja, hier möchte ich nicht runterspringen. So. Was steht denn hier? Zu deinen Füßen. Ach, guck mal, hier ist das Monument. Das ist der einzige, nämlich der sich bewegt, wie man sieht. We have long awaited you, Slayer of Demons. I am one of the Monumentals. We preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once, we too, a scourge of demons faced. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be. We were able to lull the Old One back to his slumber. Yet only after the loss of innumerable souls and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six elders with six precious archstones. One to the king of a small yet diligent land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last, to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas,
the other monumentals have perished, and only I remain. Durch die Kraft der Gewaltigen wurden 4 versiegelte Keilsteine frei. Now it is your turn. You must lull the old one back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Ich glaube, ich sag mal ja, aber was würde eigentlich passieren, wenn ich nein sage? We are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Ja gut, damit ist die weitere Vorgehensweise ja klar. Dämonen töten. Neutralize the old one and banned the soul arts. Then we spread the... However, man's memory of history is old. The monumentals perished, and the... And the short-sighted King Alant once again... So, ich wollte sagen, damit ist das weitere Vorgehen sonnenklar. Hier Dämonen töten, mächtig werden, dann kommt das Uralter auf uns zu. Don't call us, we call you, ne? Dann kommt das und dann können wir es am Ende kaputt machen. So, und hier war auch die Treppe, wo es noch einen ephemeren Augenstein gibt. Mein Gott, was eine schwierige Geburt. Ja, wie gesagt, das war halt eben nochmal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, warum wir das tun, was wir hier tun. Und das ist eigentlich sogar schon mehr Hintergrundgeschichte, als wir aus Dark Souls gewöhnt sind. Also dagegen ist die Geschichte hier schon wirklich umfangreich. So, wie gesagt, da steht's auch, Körper wird aus Seelengestalt wiederbelebt. Ich frage mich gerade, gab es denn nicht jetzt noch irgendwo irgendeinen Stein, womit wir denn jetzt auch uns beschwören lassen können, beziehungsweise Spieler beschwören können? Oder gab es den erst unten, wenn wir mit der Skilltante sprechen? Ich glaube, wir müssen nochmal mit der Skilltante sprechen. So, jetzt bin ich hier wieder oben. Ja, wie gesagt, das uralte Böse ist halt hier unter dem Nexus und wenn wir alle Welten gespielt haben, geht quasi die letzte auf, die hier unterm Nexus ist und da können wir dann gegen das ultimativ mächtig Böse kämpfen. Natürlich müssen wir vorher erstmal alle Dämonen besiegen, was sich ein bisschen schwierig gestaltet. Mein Gott, ich habe Sprachgicht. Das Wetter und hier Hitze kocht mein Gehirn. Ist unglaublich. Ist bei euch auch so warm? Also wie gesagt, wir hatten gestern, vorgestern irgendwie tagsüber 39 Grad und wirklich nachts um 2 Uhr noch 30 Grad. Man hat echt gedacht, stand nochmal auf dem Balkon in Boxershorts und hab gedacht, mir bläst einer mit dem Föhn ins Gesicht. Unglaublich. So, sprechen wir mal mit der. Brave soul, who fears not death. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Aha. Da sind die beiden Steine, die ich meinte, die wir brauchen, um halt online spielen zu können. Augensteine vermögen temporäre Verbindungen zwischen den getrennten Welten herzustellen. Wenn du eine physische Form verlierst, erinnere dich an den Augstein. Ja, ja, schon klar. Die schwarze Jungfrau waltet über nichtmenschliche Seelen. Die Macht erlaubt dir, jenen zu helfen, die Dämonen töten. Also mir. Dankeschön. So, dann kann ich nämlich hier auch... Dost thou seek soul power? Na klar, gib mal rüber. Was passiert, wenn ich hier Nein sage? So be it. After all... Thou requirest strength. Go forth, touch the demon inside me. Let these ownerless souls become thine own. Ja, dann berühren wir doch mal ihren inneren Dämonen. Aber ich werde jetzt hier nicht skillen, liebe Freunde. Ich muss mich nämlich erstmal mit Imma absprechen, denn durch den Trick habe ich natürlich jetzt super viele Seelen. Und ich weiß nicht, ob Imma den Trick halt auch macht oder wie viel ich skillen kann und soll, ohne hier wegzuleveln. Denn genau wie in Dark Souls gibt es hier dieses Online-Matchmaking-System, wo man halt nicht mehr als 10% oder 10 Level auseinander sein darf. Quatschen wir stattdessen mal hier kurz mit unserem Lageristen. That hairpin, that belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask you a favor? Would you mind giving up that hairpin? I'd like to have it in memory of my daughter. Jo, und die übergeben wir ihm mal. You're a saint. Thank you. Thank you so much. Oh, I mustn't forget. It's not much, but please accept this as thanks.
I'm a bit ashamed to say, but I found it one day, discarded on the main road. But it seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. Ring der kolossalen Stärke. Ja, den packen wir mal ein und sagen Dankeschön. Also wie gesagt, die Haarnadel haben wir in 1-1 gefunden, als wir die Ketten abgeschlagen haben. Habe ich ja gesagt, steck das mal ein. Das ist quasi ein Questgegenstand. Das war jetzt hier die Quest. Und dafür gab es den Ring. Den schauen wir uns einmal ganz kurz an. Legen den ewigen Krieger mal ab und gucken mal, wo ist denn der kolossale Stärke? Ganz oben. Erhöht die maximale Traglast. Genau, damit kann man einfach mehr mit rumkarren. Ja, wie gesagt, brauche ich jetzt erstmal nicht, deswegen bleibe ich hier beim ewigen Krieger. Aber wie gesagt, haben ist besser als nichts haben und wir machen in der nächsten Folge weiter. Und ich sage, wie immer an dieser Stelle, bis dahin.